Hey ho zusammen und willkommen bei JuzTV. Die Wünsche und Vorschläge von Kindern und Jugendlichen hören, ernst nehmen und realisieren. Das ist das Ziel der Stadt Papenburg, die sich auf dem Weg zur kinderfreundlichen Kommune befindet. Interessierte Kinder und Jugendliche aus Papenburg wurden am 17. Mai herzlich eingeladen, ins JuZ zu kommen, um ihre Ideen einzubringen, um die Zukunft von Papenburg kinder- und jugendfreundlich zu gestalten. Im Rahmen des Zukunftspakets Bewegung, Kultur und Gesundheit stehen Fördergelder zur Verfügung, woraus Kinder und Jugendliche unterschiedliche Projekte gemeinsam entwickeln und noch in diesem Jahr umsetzen werden. Dazu sind viele Kinder und Jugendliche ins JuZ gekommen, um ihre Ideen einzubringen, zu entwickeln und mit anderen zu diskutieren. Wir haben uns mit den Teilnehmern des Zukunftsplans sowie mit den Ansprechpartnerinnen Silvia Wollert und Alicia Meyer im JuZ getroffen. Viel Spaß mit dem Beitrag. Im Multifunktionsraum des Jugendzentrums tauschen die interessierten jungen Bürger ihre Ideen für ein kinderfreundliches Papenburg untereinander aus. Für die Kategorien Bewegung, Kultur und Gesundheit wurden Dutzende Ideen aufgeschrieben. Vorgestellt wurde der Zukunftsplan von Silvia Wollert und Alicia Meyer, die uns erklärte, worum es in diesem geht. Ja, es geht darum, viele Ideen von Kindern und Jugendlichen zusammenzutragen hier in Papenburg und auch darum, ein gemeinsames Gremium zu gründen, welches Entscheidungen trifft, für Kinder und Jugendliche hier in Papenburg etwas zu entwickeln. Und da sind wir erstmal ganz offen, was das so sein kann. Und wir haben heute ganz viele Ideen gesammelt. Die Kinder haben viele unterschiedliche Sachen aus unterschiedlichen Bereichen für den Zukunftsplan zusammengestellt. Welche Ziele verfolgt der heutige Tag im JuZ noch? Wir wollen uns auf jeden Fall noch mal wieder treffen und gemeinsam die Ideen, die wir jetzt erstmal gesammelt haben, dann etwas konkretisieren und vielleicht auch Ideen zusammenführen, dass wir auch viele Wünsche der Kinder und Jugendlichen dann auch in Zukunft umsetzen können und uns dann auch regelmäßig hier wieder treffen. Also dass es ein konstantes Treffen gibt, um immer wieder Ideen zu sammeln und auch über die Angebote dann zu entscheiden. Papenburg ist auf dem Weg, kinderfreundliche Kommune zu werden und die Teilnehmer wollen gerne daran mitarbeiten. Weil ich schon immer mal ein bisschen mitreden wollte bei der Gestaltung von Papenburg. Und ich finde es auch toll, dass man seine eigene Meinung sagen kann und deshalb war ich auch hier. Also ich interessiere mich hierfür, weil ich möchte auch einfach, dass die Kinder mehr Recht haben und ja, ich wollte auch einfach mal schauen, wie es hier so, was hier so gibt und so, ja. Ich finde, dass man so ein bisschen mehr mit den Kindern mitbestimmen kann und deswegen bin ich hier. Die Stadt Papenburg kann sich darüber freuen, dass die Kinder Spaß daran haben, mitzuwirken. Aber wie kinderfreundlich nehmen die Beteiligten Papenburg wahr? Ja, so mittel, würde ich sagen. Ja. Weil, ja. Papenburg hat viele Spielplätze. Aber zum Beispiel jetzt für so im Alter für uns, glaube ich, ist das nicht mehr so viel was, also so mittel. Genau. Was fehlt eurer Meinung nach den Kindern und der Jugend in Papenburg? Ich würde sagen, ja, so Teenager-Diskurs würde ich, oder auch zum Beispiel, ja, einfach mehr, damit die Größeren auch etwas haben, irgendwie so. Mehr zum Auspowern. Also auch irgendwas zum Sport machen oder zum Klettern, irgendwas Größeres mal. Die Mühe der Teilnehmer hat sich auf jeden Fall gelohnt. Beim ersten Treffen des Papenburger Zukunftsplans sind zahlreiche Ideen zusammengekommen, die dabei helfen sollen, die Attraktivität Papenburgs für Kinder zu erhöhen. Das war unser Beitrag zum Papenburger Zukunftsplan. Wenn ihr auch Lust habt, daran teilzunehmen, könnt ihr am Mittwoch, 24. Mai von 17 bis 18.30 Uhr ins Jugendzentrum kommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal, eure JuzTV-Redaktion.